So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Das ist es nun, das brandneue und aktuelle Lego City Magazin Nummer 57 für 5 Euro mit 2 Extras. Die Extras seht ihr ja hier schon. 24 Bauteile, eine Minifigur, ein brandneues und aktuelles Booster-Tütchen der Lego Ninjago Serie 8 Next Level. Also 8,5 im Prinzip. Muss ich demnächst auch mal wieder anboxen. Habe ich jetzt so viele von. Weil ich ja letzte Zeit auch so viele Magazine davon aufgemacht habe. So. Und natürlich, ich sag mal so, Speedboot-Fahrer und Speedboot kommen wir gleich zu. Aber jetzt blättern wir natürlich erstmal in das brandneue und aktuelle Lego City Magazin drin herum. Wie gesagt, ist die 57. Das Neueste, was ihr kriegen könnt. Und ist da ganz klar, dass die Comicbeilage immer das ist, was vorne dran ist. Aber ist auch ein tolles Schiff. Schwimmt sogar auch. Bauanleitung. Lege ich mal das Booster-Tütchen da rein. Brauche ich gleich nicht suchen. Aber ihr seht, die Comic-Beilage ist richtig spannend. Dann kommt Rätselspaß. Comic, Rätselspaß. Comic, Poster, zwei Seiten. Die eine Seite. Ja, die hatten wir alle schon drin. Die Taucher, die Polizeiboot. Ich habe sie alle mehrfach. Den hier, den Taucher sowieso, den roten, den gelben, ja. Und ja, der Speedbootfahrer. Alles klar. Dann zum Bestellen, Jahresabo. Comic, Rätselspaß. Comic. Die hat von, was von Hinzeit. Rätsel. Comic. Zu Ende. Nein! Schaut mal, was nächste Mal wieder dabei ist. Das kann es doch nicht sein. Der Radlader. Es ist kein Bagger. Der Radlader. Den hatten wir gefühlt schon 10 Mal, aber jetzt glaube ich, jetzt, letzte Mal, ist noch gar nicht so lange her, 3 Mal mindestens hatten wir den Radlader dabei. Warum, weshalb, wieso, weiß keiner. Aber nichtsdestotrotz kommen wir natürlich jetzt zu das Kommelut, was hierbei ist. Vielleicht gefällt es euch ja und seid City-Fans, dass ihr davon ein paar mehr braucht, die Speedboote. Kann ja alles sein. Ich bin einer mehr von den Jahre Bösewichter, Star Wars, der eine von City. Alles raus. Okay, fangen wir jetzt mal an. Dieses Teil, die blaue Platte da rein. Ganz vorne. Da ist die Verlängerung. Jetzt kommt's. Ach, der ist das einfach nur, der ist tiefer. Okay. Tiefer. Dann kommt fast richtig. Einmal. Zweimal, das kommt dann hier dran. Und die Halterung natürlich nach außen. Ach, da kommt der hellblaue noch drauf. Ich habe mir jetzt schon gedacht, das kann da nicht halten. Ein Farbkommelut ohne Gleichen. Dann kommt der schwarze. Das Ganze umdrehen. Ich wollte schon sagen, da fehlt einer. Zack. Lenkrad dran. Zack. Blaue. So, die hellblauen jetzt
Also ich finde jetzt die hellblauen, die hätten so ruhig diese rosa Teile machen sollen. Dann hätte das irgendwie stimmig ausgesehen. Aber ihr seht, das ist das Speedport. Jetzt könnt ihr hier an der Seite jetzt euer Funkgerät dran machen. Jetzt kommt der eigentliche Fahrer. Zack, die Weste nach vorne diesmal. Kopf, Helm. So. Das ist er. Wie findet ihr ihn? Was haltet ihr davon? Das Speedboot. Das kann man ihm natürlich. Na, ist abgegangen. So draufsetzen. Arme mache ich jetzt mal nach oben hin. Dann passt das schon alles. Stimmig. Lenkrad hoch. Es passt schon. Ihr schreibt mir eure Meinung, eure Kommentare dazu, wie ihr ihn findet, was ihr davon haltet. Also das Hellblaue hätte ich doch in das Rosane umgetauscht. Ich werde natürlich irgendetwas von Lego City unter das Video verlinken. Sicher, bequem und günstig auf jeden Fall. Und dann von der neuen Serie was. Ich versuche irgendwas von den neuen Lego City Abenteuer, Autos, Häuser unter das Video verlinken. Sicher, bequem und günstig auf jeden Fall. Ihr schreibt mir jetzt eure Meinung, eure Kommentare zu das neue Lego City Magazin Nummer 57. Und das Allerwichtigste ist, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.